kann los, ne? Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich bin Matze Riedl, wer mich nicht kennt. Ich komme aus der wunderbaren Stadt Gießen, die auch für ihre architektonischen Bauwerke durchaus bekannt ist. Ich bin 43 Jahre alt, ausgebildeter Fachinformatiker und biologisch-technischer Assistent. Momentan bin ich in Gießen im Wahlkreisbüro angestellt. Liebe Genossinnen und Genossen, jetzt haben es viele vor uns auch schon gesagt, ich sage es auch nochmal, das nächste Jahr wird ein sehr herausforderndes Jahr für uns werden. Wir gehen in einen entscheidenden Wahlkampf hier im Land Hessen, der nicht nur für unseren Landesverband sehr entscheidend sein wird, sondern auch für unsere Gesamtpartei. Wir müssen es schaffen, hier das einzige Flächenland im Westen zu verteidigen mit einer Landtagsfraktion. Liebe Genossinnen und Genossen, natürlich habe ich auch mitgekriegt, dass viele von euch frustriert sind, ob der Nachrichten. Ich freue mich auch, dass Janine gesagt hat, dass wir in Zukunft mit Rückenwind aus Berlin rechnen können. Aber es liegt auch in unserer Hand. Wir sind der Landesverband Hessen und sagt man, und ich bin auch der Meinung zu Recht, nach, dass wir unsere Differenzen und unterschiedlichen Einschätzungen miteinander statt gegeneinander regeln. Und der Vormittag heute hat mir das auch bewiesen. Wir hatten natürlich im Vorfeld viele Gespräche und das war anstrengend, aber am Ende stand heute Vormittag ein einstimmiger Beschluss. Und das macht mich sehr, sehr zuversichtlich. Und das ist auch die Stärke, die wir als Landesverband haben und die uns auch definitiv helfen wird für die kommenden Aufgaben im Landtagswahlkampf nächstes Jahr. Liebe Genossinnen und Genossen, die Menschen im Land Hessen haben so eine einige Partei verdient. Eine Partei, die in der wohl schlimmsten Inflationskrise seit der Nachkriegsgeschichte die Stimme derer ist, die auch schon vor der Krise schwer um die Runden gekommen sind. Wir wissen es doch alle, steigende Lebensmittelpreise, steigende Energiekosten durch die Inflation Reallohnkürzungen. Und das trifft besonders die hart, die man sonst auch schon in der Politik immer sehr, sehr gerne vergisst. Ich will euch ein Beispiel aus Gießen geben. Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, teilweise mit mehreren Jobs, die jetzt durch die steigenden Energiepreise, wenn sie es denn wissen, einen Anspruch auf Wohngeldzuschuss haben. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, die warten, wenn sie einen Antrag stellen, 2, 3, 4, so bis zu 5 Monate. Das heißt, sie müssen den gesamten Winter darauf warten, damit man ihnen die Unterstützung gibt, damit sie über den Winter kommen. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, das ist doch kein Zustand. Wo ist denn da die Landesregierung, die solche Antragsverfahren vereinfacht? Wo ist denn unsere Landesregierung, die in diesem Zustand sagt, wir helfen den Kommunen, damit sie wenigstens temporär mehr Personal einstellen können, um diese Misslage zu beseitigen? Nirgends. Und liebe Genossinnen und Genossen, was lesen denn diese betroffenen Leute in der Zeitung? Hören sie im Radio, sehen sie im Fernsehen? Vorschläge zum Duschverhalten. Vorschläge, sie sollen mehr Pullover tragen. Das ist doch der blanke Hohn. Das kann so nicht weitergehen. Es braucht uns. Liebe Genossinnen und Genossen, was macht denn unsere Bundesregierung? Sie vergisst diese Leute. Wir geben 100 Milliarden Euro in einer Kriegseuphorie aus, die in diesem Land so noch nicht vorgeherrscht hat seit dem Zweiten Weltkrieg. Und auch das müssen wir immer wieder kritisch ansprechen. Wir sind die einzig relevante Friedenspartei noch in der politischen Landschaft. Das muss unsere Aufgabe sein, genau das zu kritisieren. Und noch ganz kurz, die Zeit ist auch knapp, noch ein Schwerpunkt, den ich mit in den geschäftsführenden Landesvorstand tragen will. Auch wenn jetzt, und wer mich kennt, weiß, dass auch der Kampf gegen die Klimaerhitzung für mich ein wesentlicher Punkt ist, weil die hört nämlich nicht auf, auch wenn das Regime Putin der Meinung ist, in der Ukraine militärisch einfallen zu müssen und dort Städte in Schutt und Asche zu bomben. Die Klimaerhitzung geht trotzdem weiter. Und was ist hier in Hessen, gerade in Hessen, wo wir jetzt eine zweite Amtsperiode mit einer angeblich ökologischen Partei haben, was ist denn von der noch übrig geblieben? Die verwaltet doch mittlerweile nur noch ihre Ministerposten. All die Vorschläge, die sie in den Wahlkämpfen gemacht haben, werden von Bündnis 90 den Grünen hier in Hessen doch nicht umgesetzt. Da passiert doch nichts. Wo ist denn die Verkehrswende, die uns versprochen worden ist? Nirgends. Ich sehe sie nicht. Seht ihr sie? Was macht denn Bündnis 90 die Grünen in der Regierungsverantwortung? Das haben wir hier auch hängen. Sie lässt Wälder abholzen für Autobahnen. Sie lässt den Flughafen ausbauen. Ja, ist das die Verkehrswende, von denen, auf die man hofft? Ja, das ist doch genau das Gegenteil von dem, was man machen müsste. Liebe Genossinnen und Genossen, ich weiß, unsere Landtagsfraktion hat im Dannenröder Forst eine tolle Rolle gespielt, aber auch in Frankfurt wird für den Fächer Wald gekämpft. Ich weiß, dass es in Kassel
starkes Engagement von euch gibt zum Ratentscheid oder in Alsfeld gegen ein neues Logistikzentrum. Und ich vergesse jetzt ganz viele Kreisverbände, sicherlich. Ich weiß, dass wir überall an der Thematik arbeiten. Und genau das müssen wir in den Landtagswahlkampf tragen, mit erhobenen Hauptes und stolz für das, was wir tun. Und ich glaube, auch so können wir da verlorenes Vertrauen, zumindest hier in Hessen, auch wieder zurückgewinnen. Vielen Dank. Danke, Matze.